Hallo und herzlich willkommen zum Exkurs-Tutorial über Adhäsion und Kohäsion. Um zunächst ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Fluide, das sind Flüssigkeiten oder auch Gase. Und um euer Interesse für dieses Tutorial ein wenig zu wecken, picken wir uns mal den Autoreifen heraus, weil der Reifen, das ist ja eigentlich Gummi und Gummi ist kein Festkörper. Es ist eine sehr, sehr hochviskose Flüssigkeit. Was sagt uns das? Hochviskos heißt zäh. Also Gummi ist sehr, sehr zäh. Was ist noch zäh? Honig zum Beispiel. Teer ist auch zäh. Unser menschliches Blut, würde ich sagen, ist auch eher hochviskos. Und naja, ihr könnt euch sicherlich denken, viskos bedeutet nichts anderes als dickflüssig. Das Gegenteil dazu ist dünnflüssig. Und was kann denn eine hohe Fluidität haben? Wasser zum Beispiel. Wenn wir ein Messer in einen Wassertopf tunken, dann bleibt wenig Wasser haften am Messer. Aber wenn wir das in einen Honigtopf tunken, dann bleibt sehr, sehr viel Honig haften. Das ist die Viskosität. Dazu gibt es auch ein paar mathematische Berechnungen, wie man die Viskosität beschreiben kann. Und darauf will ich jetzt eingehen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch zwei Begriffe klären. Zum einen die Adhäsion und die Kohäsion. Nehmen wir mal den Autoreifen. Hier haben wir noch die Fahrbahn und die Felge. Ich sagte ja vorhin, Gummi ist eine sehr, sehr hohe viskose Flüssigkeit. Was bedeutet das? Eine sehr, sehr hoch viskose Flüssigkeit, sprich die Fluidteilchen, die sind alle ganz dicht, wie beim Festkörper, nebeneinander. Und diese Fluidteilchen, die ziehen sich gegenseitig an, beziehungsweise stoßen sich ab, das aber hängt von dem Abstand ab, wie weit die Moleküle auseinander sind. Bevor ich auf diese lilanen Punkte näher eingehe, betrachten wir mal die Gase. Die sind in diesem Behälter hier, sag ich mal. Und dann male ich mal schnell ein paar Gasteilchen auf. Und wir sehen, dass die Abstände zwischen den Gasteilchen größer sind als zwischen den Gummiteilchen, sag ich mal. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden diesen Gasbehälter, diesen grauen Kasten, werden wir jetzt zusammenpressen. Was passiert dann? Wir sehen, dass sich der Abstand der jeweiligen Moleküle verringert hat. Was sagt uns das? Die Gasteilchen konnten wir zusammenpressen. Was aber passiert, wenn wir unser Gummi oder Flüssigkeiten, wir haben gelernt, Gummi ist eine Flüssigkeit, nur sehr, sehr zäh. Wenn wir Flüssigkeiten komprimieren wollen, also zusammenpressen wollen, geht das? Schwierig, eigentlich nicht. Weil der Abstand zwischen den Fluidteilchen, sprich zwischen den Molekülen, ist sehr, sehr gering. Man spricht auch von inkompressible Fluide und kompressible Fluide. Halten wir mal fest, Flüssigkeiten inkompressibel, Gase kompressibel. Okay, um jetzt aber nicht vom Thema abzuschweifen, wir wollten über Kohäsion sprechen. Kohäsion, das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass die Moleküle zusammengehalten werden. Vorhin hatte ich ja gesagt, die Moleküle, die ziehen sich gegenseitig an, die können sich aber auch abstoßen. Wenn die Atome viel zu nah zusammen sind, dann überlappen sich ihre Ladungsverteilungen. Und diese Überlappungsenergie hat eine abstoßende Wirkung. Wenn die Moleküle etwas weiter auseinander sind, nicht überlappen, dann ziehen die sich gegenseitig an. Grund für diese Anziehung können chemische Bindungen sein oder zwischenmolekulare Kräfte. Und eine Kraft möchte ich eben kurz hervorheben oder eine Wechselwirkung. Und zwar ist es die Van der Waals-Wechselwirkung. Dabei bilden Atome kurzlebige Dipole, sodass eine asymmetrische Ladungsverteilung vorliegt. Wo gibt's denn noch diese asymmetrische Ladungsverteilung? Ja klar, bei Magneten zum Beispiel. Wir haben ein Dipol. Dipol, zwei Pole, zweipolig. Sprich, eine Seite positiv, die andere Seite negativ. Stellt euch also das Molekül, welches aus zwei oder mehr Atomen bestehen kann, als Magneten vor. Liegt also der positive Pol eines Moleküls am negativen Pol des anderen Moleküls, so ziehen diese sich gegenseitig an. Also erfahren die benachbarten Moleküle ebenfalls eine asymmetrische Ladungsverteilung. Und so pflanzt sich der ganze Vorgang fort. Und jetzt ist auch ein Zusammenhang erkennbar zwischen diesen intramolekularen Kräften, also diesen zwischenmolekularen Kräften, und der Viskosität. Je höher diese Kräfte, sprich je mehr sich die Fluidteilchen anziehen, desto schwieriger sind sie auseinanderzukriegen, desto höher die Viskosität, desto dickflüssiger ist das Fluid. Und jetzt fällt es uns auch einfach, den Begriff Kohäsion zu definieren. Es wirken zwischenmolekulare Kräfte und jetzt kommt es zwischen gleichartigen Atomen.
bzw. Molekülen. Logischerweise haben wir bei Festkörpern die höchsten Kohäsionskräfte zu verzeichnen, da ich einen Stein beispielsweise nicht auseinanderziehen kann. Bei Flüssigkeit und Gasen sind die Kohäsionskräfte dann geringer. Okay, was ist dann Adhäsion? Das sind also die sogenannten Haftkräfte. Bei unserem Reifenbeispiel lässt sich die Adhäsionskraft sehr gut beschreiben, und zwar ist das die molekulare Anziehungskraft zwischen Gummi und Asphalt. Und die Kohäsionskräfte beschreiben dann die Kräfte und Wechselwirkungen dieser lilanen Punkte, sprich der Gummiteilchen. Aber wie sieht denn jetzt das Zusammenspiel der jeweiligen Kräfte in strömenden Flüssigkeiten aus?